Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood Part 70 von mir auf 94. Ja, in den nächsten paar Parts werden wir uns um Nebenmissionen kümmern. Ja, das war der Satz. In den nächsten paar Parts werden wir uns um Nebenmissionen kümmern. Und da ist eine Kiste. Die nehme ich mit. Denn das wird auch in die Special Parts einfließen. Aber jetzt werden wir erst das virtuelle Training abschließen. Jetzt speichert er noch kurz. So, jetzt. Denn, mir wurde gesagt, für das virtuelle Training bekommt man auch was. Wenn man alles auf Gold abschließt. Übel. So, das hier haben wir ja schon auf Gold. So, jetzt machen wir das. 25 Sekunden war hier das Dingens, was wir schlagen müssen, glaube ich. So wie ich das gesehen habe. Dann hoffen wir mal, dass wir das ordentlich hinkriegen. Ich starte einfach mal kurz die Stoppuhr. Und ich weiß, wie lange ich aufnehme. Okay. Laufen können wir ja jetzt. Okay. Wir können eigentlich direkt schon wieder neu starten. Siehst du? Da muss ich mir nämlich erst noch so ein Schema raussuchen. Also das hier weiß ich jetzt ungefähr. Okay, jetzt müssen wir schon im Ziel sein. Okay, das habe ich auch hingekriegt. Und das war's. Okay, das machen wir direkt nochmal. Ging ja eigentlich recht gut. Ich muss halt nur gucken, wie ich genau laufen muss. Nein. So, es ging auch recht gut. Nein, hier durfte ich das nicht machen. Egal, sieht trotzdem noch einigermaßen gut aus. Und wir haben es geschafft. Das war doch gut. Wie oft habe ich jetzt eigentlich schon gut gesagt? Egal, Kurzstrecke 4, 1 Minute 37. Na toll. Langstrecke, nicht Kurzstrecke. Okay, hier durch das erste springen. Okay. Ja, jetzt kommen unsere Assassinen so langsam wieder. Kein Problem. Boah, aber es läuft gut. Es läuft sogar sehr gut, wie ich das sehe. Ah, nee, das war jetzt nicht so gut, aber ein bis zwei Fehler kann man sich ja immer erlauben, soweit ich weiß. Zumindest denke ich das. Ah, fuck. Und das war der zweite Fehler. Oh, aber das war ein großer Fehler. Ja, 19 von 32 Punkten, natürlich. Wie? Ach, da musste ich erst runter. Gott, wie scheiße ist das denn? Eine halbe Minute haben wir aber trotzdem noch. Ah, nicht mehr wirklich, aber geht. Okay. Na, nee. Jetzt müssen wir im Ziel sein. Das bisschen Zeit, was wir da verplempert haben. Ja, okay, dieses bisschen kann. Dieses. Ey. Dieses Stück Parcours kennen wir ja jetzt. Ah, schade. Was, es war Gold? Ach nein, war Silber. Für Gold brauchen wir 1,37, nicht 1,32. Also um 5 Sekunden haben wir uns. Habe ich verkackt. Sonst hätte ich das jetzt wieder auf euch geschoben. Ja, ihr seid ja nicht dran schuld. So, ich denke mal, das hier ist einfach nur eine Zusammenstellung aus all den früheren Kursen, was ich mir sogar sehr gut vorstellen könnte. Denn das kommt mir sehr bekannt vor. Es waren halt diese ersten drei Kurse, die wir gemacht haben.
Halt diese Tutorial-Kurse sozusagen. So, und jetzt weiß ich nicht, welches ist schneller, die rote Treppe oder einfach nur hoch? Ach gut. So. Jetzt muss ich... abspringen. Endlich, nicht den gleichen Fehler gemacht. Ich glaube, dadurch haben wir schon die Zeit wieder reingeholt. Und vor allem, weil wir diesen einen Sprungfehler nicht gemacht haben. Nein, nein, nein. Scheiße. Da, hätte ich das jetzt noch direkt hingekriegt, hätten wir das wirklich geschafft. Fuck. Ich habe mich zu spät dran erinnert. Oh, und wie schief er gerade springt. Oh, nein. Fuck. Da kriegt man mal ein Ding gut hin. Gefolgt von einem richtig beschissenen. Nee. Doch, 37 haben wir ja. Fuck, fuck, fuck. Hoch, hoch, hoch. Ah, na, fuck. Okay, nochmal versuchen. Ich mache immer wieder neue Fehler. Die das noch interessiert, die können gerne vorspulen. Es wird bestimmt noch mal irgendwas Spannendes kommen. Aber in diesem Part gibt es das virtuelle Training. Alter! Na, ja, scheiß Ladezeiten immer dazwischen. Egal, geht ja noch jetzt. So. Nochmal. Tja, was soll das denn? Warum hält er sich daran so fest? Der soll einfach hoch und fertig. Vor allem, ich sage immer einfach, nicht mal ich würde das hinkriegen, aber trotzdem. Na, schon den ersten Sprung wieder gefailt. Ah, was ein Mist. So, geht doch. Und jetzt... geht doch! Hey! Ich glaube, ich war einfach zu eilig mit dem Abspringen. Ich muss halt warten, bis er wirklich am toten Punkt angekommen ist. Also wo er nicht mehr weiter nach oben läuft. Toll! Und schon wieder Zeit verloren. Und schon wieder Zeit verloren. Nee, super. Ich könnte das natürlich auch offscreen machen, aber das wäre ja auch doof. Ich meine, ja okay, ihr habt den Kurs jetzt gesehen. Das heißt, ich könnte es eigentlich machen, aber trotzdem. Jetzt mache ich schon einen Special Part dafür und dann lasse ich das auch drin. Aber ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren, deswegen seid mir nicht böse, wenn ich zwischendurch ein bisschen leiser bin. Aber ich versuche das ja auch alles einigermaßen professionell zu kommentieren. Oh, ja, jetzt habe ich einen neuen Trick. Bei diesem einen Ding, wo man einfach nur nach unten muss, also nicht wirklich springen, ist das so, dass man nicht doppelt A antippen muss, sondern nur hier bei diesen Stellen muss man das machen. Bei dem einen musste man einfach nur A loslassen, dass der halt normal läuft sozusagen. Bei dieser Stelle muss man das auch wieder machen. Also nicht mit dem A loslassen. Zeige ich euch gleich. So. Ah! Hier hätte ich das auch wieder machen müssen. Gott, wie ich diese Stelle immer vergesse, ne? Aber ich versuche mal nächstes Mal dran zu erinnern. So, hier ist dieser Sprung, den ich machen muss. So, und diesmal lasse ich mich hier nicht runterfallen. Hier ist nochmal so ein Sprung. Und hier müsste gleich... 10 Sekunden haben wir noch. Ich glaube mal, das kriege ich jetzt hin. Genau, hier. Hier muss ich jetzt einfach nur A loslassen, dann lässt er sich so fallen. Und wir haben es geschafft. Zwar sauknapp, aber wir haben es geschafft. Goldmedaille erhalten. Geht doch. Nächstes, Kurzstrecke.
Dann kommen wieder drei Kurzstrecken und eine Langstrecke. Gut, 30 Sekunden, 40. Ja, und das wieder 1,37. Mal sehen. Jetzt kommen wieder komplett neue Strecken, die ich noch überhaupt nicht kenne. Okay, und los. Na, okay. Was? WT? Oh, das war sogar richtig. Ah, das hätte ich hier nicht machen dürfen. Okay, das war auch richtig. Aber bestimmt könnte man da auch wieder Zeit sparen. Halt nur mit etwas an... Ach so, das war's. Oh. Okay, ich wollte schon weiter rennen. Das... Ja, okay. Ich habe 28 und die Zielzeit war 30, deswegen ist nicht so. Okay, wir haben jetzt 10 Minuten für 3 Strecken. Mhm. Okay. Na, Mist. Ich denke mal, so hätte man hier die Zeit einsparen können. Es wären zwar auch nur wieder ein paar Sekunden gewesen, aber... Ey, du sollst dich hier schon... Ach nein, du sollst dich hier gar nicht fallen lassen. Huch. Okay. Naja, wir müssen ja erstmal die Strecken kennenlernen. Okay. So, hier diese Sprünge kennen wir ja jetzt auch wieder. Oh, der ist jetzt aber weit gesprungen. Na, oh, ich wollte schon wieder weiterrennen. Okay, wieder Goldmedaille. Boah, das wird immer so knapp. 39,30 war das, glaube ich, und unsere Zielzeit war 40, also. Kurzstrecke 6. Na, so. Na, fuck. Okay. Oh, okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also hier fallen lassen. Werde ich eh wieder vergessen, denke ich. Haben wir es geschafft? 40, 50 Sekunden war das, glaube ich. Silber. Hm. 35,6 und wir brauchen 34. Okay, schaffen wir jetzt. Denke ich einfach mal. Und los. Ich wette, hier hätte ich schon wieder Zeit einsparen können. Aber hey, die Zeit haben wir ja jetzt hier eingespart. Und hier. Und zwar sehr viel Zeit. Und wir haben es geschafft. Jetzt habe ich gar nicht auf die Zeit geachtet, aber soweit ich weiß, war das ein einigermaßen perfekter Run. Ja, 27 Sekunden. Unsere Zielzeit war, habe ich schon wieder vergessen, 34. Ja, war sehr gut. So, und jetzt in 1 Minute 37 diese drei Kurse hintereinander bewältigen. Aber weil wir ja jetzt vor kurzem erst die drei Kurse gemacht haben, in den letzten 3 Minuten oder so, wird das, glaube ich, nicht so ein großes Problem sein. Hoffe ich einfach mal. So, hier wieder das, was mich so durcheinander brachte, weil ich da dachte, das wäre eine geschlossene Wand. Ah, schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Egal, den Fehler habe ich ja auch schon vorher gemacht und ich habe es trotzdem noch geschafft. So. Das heißt, es wird mal nicht so schlimm sein, denke ich mal. So, das hier war Kurs 1. Und schon wieder den Fehler. Okay, das war's. Ich darf dann nicht springen. Gut. Und los. Wieder 32 Punkte, wie beim anderen. Und hier das... Ich dachte immer, das wäre nur ein Schatten. Egal. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt das letzte Mal ist, dass wir das sehen. Dings.
Also, dass wir halt nicht nochmal neu starten müssen. Soll das Ganze heißen. So, und wir haben die erste Strecke geschafft. So, jetzt muss ich gucken. Das? Ach so, ja, er springt von alleine. Egal, besser als davor. Das lief auch sogar gut. Oh, das lief ja doch scheiße. Ich komme halt mit der Kamera nicht wirklich hinterher. Das ist das Problem, denke ich mal. Und dann haben wir auch das ganze Laufen schon fertig. Und dann geht's zum... Was geht's denn danach? Weiß ich gar nicht. Egal. Ah, schon wieder der Fehler. Ach nein, komm, wir machen das jetzt weiter. Es könnte ja immer noch sein, dass ich mir den Fehler erlauben durfte. So, hier ist jetzt das. Einmal kurz A loslassen. Ne, so geht das auch nicht, wie es aussieht. So, wehe du. Ja, gut. Oh, das blöde Tau draußen, ne? Falls Sergei das sieht, der müsste die eigentlich noch kennen. Damals haben wir nämlich ab und zu mal geskypt, beziehungsweise nicht ab und zu, sondern ziemlich oft. Und da hat er sich immer über die Tauben aufgeregt, die hier so komische Guru-Guru-Guru-Geräusche machen. Irgendwie war das, glaube ich, ein bisschen fail, diese beiden Sprünge. Aber wir haben es gleich geschafft. Ah. Oh. Komm, lass mich das bitte noch schaffen. Nein. Nein. Runter. Verdammt. Ne. Obwohl 37 haben wir. Fuck. 2 Sekunden waren das jetzt. 2,66, so wie ich das gesehen habe. 6,9. Fuck. Egal, nochmal versuchen. Jetzt kriegen wir das hin. Hätte der sich bei dem einen Ding nicht so kacke festgehalten. Ich muss früher abspringen da. Okay. Hoffentlich kriegen wir das jetzt hin. Oben haben wir jetzt einen neuen Schriftzug, wo mein alter Rekord angezeigt wird, den wir vor ein paar Sekunden aufgestellt haben. Und ich habe schon wieder den Sprung gemacht. Egal, habe ich ja letztes Mal auch. Und ich denke mir nicht, dass der mir 2 Sekunden gekostet hat. Nicht 2 Sekunden. Alter. Ja, nee, toll. Ich kapiere immer noch nicht, wie ich diesen einen Sprung da hinkriegen soll. Wie habe ich den eigentlich denn letztes Mal geschafft? Ich glaube, ich muss einfach wieder abspringen. Nur halt früh. Damit ich da noch so ungefähr reinkomme. Okay, schaffen wir jetzt. Denke ich mal. Wir haben schon oft genug Retry gesagt und... Ey, was sollte das denn? So, und diesen Sprung habe ich jetzt auch geschafft. Einfach A loslassen, dann macht er das. Einfach gedrückt halten, alles. So, und hier muss ich jetzt recht früh abspringen. Okay. Hm, naja. Ich meine, besser als der Run da vorne. Scheiße, ich rutsch gerade von dem Gummiknüppel ab. So. Na. No. Fuck. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Grund war, einen Restart zu machen. Ich hoffe einfach mal nicht. Ich weiß gar nicht, warum man da jetzt so komisch gesprungen ist. Das war total dumm. Ich weiß gar nicht, warum er hier die ganze Zeit so scheiße läuft. Okay. 18 Minuten habe ich schon. So. Und wieder los. Aber hey, das hier ist das letzte Ding. Natürlich wird das schwer. Aber danach haben wir es geschafft.
Und dann kommt Actionreicheres, denke ich einfach mal. So, den haben wir wieder geschafft. Auch wenn er ab und zu so ein paar komische Geräusche macht. Hier wüsste ich immer noch nicht, wie ich das besser hinkriegen soll. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Und... So. Egal, das lassen wir jetzt einfach mal so da. Das kriege ich gerade nicht besser hin. Okay, die Übergänge zwischen den Teilen weiß ich jetzt auch, wie ich die hinkriege. Einfach wieder kurz A loslassen. Und dann wieder drauf. So, hier. Vorher ist er ja auf dieses Ding wieder gesprungen. Und damit ich das besser hinkriege, muss ich ganz kurz A loslassen. Na, spring weiter. Okay, noch sieht das recht gut aus, denke ich mal. Für meine... Mann! Schon wieder der Fehler, Alter. Egal, wir haben noch Zeit. Früher abspringen. Okay. War zwar ziemlich früh, aber trotzdem wären ja noch ein paar Sekunden jetzt. Und ich denke mal, das ist geschafft. Ja. Wir haben es beendet. Endlich. Alles Gold. Wie, das ist Silber? 37? Fuck, ich dachte, ich hätte 39. Das wären jetzt meine besten Zeit da. 37,4! Alter, du willst mich... du willst mich schon verarschen. 4/100 Sekunden. Das wäre... Und das wäre schon zu lang. Nee, finde ich ja super. Ja, hätten wir diesen Einsprung nicht verkackt an der Wand, dann wäre das geklappt. Hätte das geklappt. Kriegen wir jetzt, denke ich mal, hin. Alter. Guck mal, und da wäre ich hier jetzt direkt drauf gekommen. Ich weiß zwar immer noch nicht ganz wie, aber hätte ich das hingekriegt, dann hätte ich diese 400 Zill schon drin gehabt. Oder wäre ich hier jetzt nicht abgeprallt. Man hätte diese 400 Zill überall holen können. Vor allem hier. Oh, Gott, was ein Dreck. Und ich dachte, ich hätte es jetzt geschafft. Was ist ein Scheiß? Aber hey, ich denke mal, um mal ein wenig Mut zu machen, wir werden es heute noch schaffen. Nein, nicht fortsetzen, neu starten bitte. Ich bleib jetzt einfach mal kurz ein bisschen ruhiger, glaube ich. Ich denke mal, weil ich das jetzt gesagt habe, werde ich eh wieder am Fluss reden. Solange bis ich dieses Kackding jetzt fertig habe. Oh, das wurde sogar richtig gut. Das war sogar richtig gut mal. Also der Sprung. Und vielleicht hilft uns das ja im späteren Spielverlauf, das Laufen ein bisschen besser hinzukriegen. Falls wir irgendwem wieder folgen müssen. So, und jetzt... Gut. Gut. Ah, okay, wirklich nur gut. Befriedigend, sag ich mal. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt gibt's auch noch Schulnoten fürs Laufen. Verdammt! Und schon wieder super Sprung. So, aber trotzdem, ich gebe die Hoffnung mal nicht auf, dass wir das trotzdem noch schaffen. Alter, und er hat schon wieder den Sprung gemacht. Gott verdammt! Also wenn er den Sprung nicht hinkriegt, dann können wir direkt neu starten.
Ich könnte einfach die Wand auslassen und direkt da dran hochlaufen. Das würde natürlich auch gehen, aber... Nee, weil, guck mal. Das nimmt noch mehr Zeit weg, denke ich mal. Richtig nervig. Wie gesagt, ich habe das virtuelle Training damals gehasst und das weiß ich noch. Und wenn ich irgendwas aus dem Spiel behalte, dann entweder das, was ich richtig geliebt habe, oder das, was ich derbe gehasst habe. Auch wenn man denkt, das, was man hasst, würde man wieder verdrängen. Nein. Gott, wir sitzen hier jetzt schon sozusagen zwei richtige Parts dran. Das waren auch keine zwei ganzen, sondern der ganze wäre erst in 6 Minuten fertig. Ich denke mal, in 6 Minuten haben wir das auch. 6 Minuten hätten wir noch 4 Tries sozusagen, wo wir wirklich 1,5 Minuten durchsprinten und nicht restarten. Ich denke mal nicht, dass wir noch 4 Tries brauchen. Also 4 Versuche. Denglisch und so. So. Bei dem Sprung weiß ich echt nicht, wie ich den vorher hingekriegt habe. Boah, ich dachte schon, der verkackt den jetzt. Ja, guck mal, würde ich diese ganzen Kaktore, wo ich springen muss, perfekt hinkriegen. Ich würde so viel Zeit sparen. So, wieder bis zum toten Punkt warten. Das habe ich ja letztens verkackt. Springen. Springen. So, und jetzt, wehe, du machst diesen Kack. Es regt auf, ja. So, jetzt haben wir noch 3. Wäre diese scheiß Ladezeit und diese 3, 2, 1, go nicht dazwischen. Ansonsten, nee, ich denke mal nicht, dass ich erst Kampf oder so mache. Denn jetzt bin ich gerade in diesem... Run, dass ich halt diese Strecke noch wirklich einigermaßen auswendig kenne, wenn ich das sehe. Wenn ich jetzt Kampf mache, bin ich wieder total raus. Achso, und bei dem Kampf, wir haben das ja schon mal versucht, da habe ich irgendwie nur so 2 Gegner oder so eliminieren können. Da weiß ich natürlich jetzt auch, wie ich das hinkriege. Und zwar mit diesen Blitzattentaten, die mir gesagt wurden. Die ich ja jetzt auch schon öfter eingesetzt habe. Oh, ich hab's hingekriegt. Okay, jetzt müsste ich nur noch wissen, wie. Na, du sollst ja nicht springen. Toter Punkt, weiter sprungen. Rüber springen. Auch wenn er das ab und zu fällt. Okay, und jetzt kommt die Hassstelle. So, und nach rechts. Jetzt nach links. Geht doch. Muss den einfach nur richtig derbe dazu zwingen, dass er springt. Nein. Verdammt. Ich weiß nicht, habe ich den Fehler letztes Mal auch gemacht? Ja, nee, ich dachte... Ich denke mal, hier hatte ich auch schon die... Oh. Ja! Gott, endlich haben wir den Mist geschafft. 28 Minuten habe ich jetzt dafür gebraucht. Mist. Ding. So, heimliches Attentat, versteckte Klinge, 8 Ziele nur mit der versteckten Klinge eliminieren, ohne bemerkt zu werden, 1 Minute 40. Oh, ja, viel Spaß. Bin ich mal gespannt, wie das so ist. Er hat mich nicht bemerkt. Der nächste. Ich gehe mal da lang. Fuck. Okay, der Typ läuft jetzt unten lang. Toll. Na. No.
Okay, das kapiere ich noch nicht ganz. Ich brauche eine andere Route. Hier hoch. Nein, da ist der erste. Ma. Also hier oben steht der erste drauf, okay. Dem darf ich nicht so in die Arme rennen, wie ich das gemacht habe. Nein, du willst nicht. Ey, hör auf den hinzulegen. Das, verdient er nicht. Okay, jetzt. Jetzt würde ich am liebsten den Typen da ganz oben eliminieren. Aber den kriege ich nicht. Ohne Mist, ich bräuchte eine feste Route. Ist ja schon ein Wunder. Ja, ich wollte gerade sagen, dass er mich nicht gesehen hat. Ach, scheiße. Alter! Wie es mich aufregt, ne? Ich denke, ich mache jetzt. Ich gucke mir jetzt selber kurz einen Guide an. Bis gleich. Okay, ich habe mir das jetzt mal angeguckt. Und ja, hab auch ein bisschen was gelernt. Also der erste hier, der war schon richtig. Ich zeige euch auch gleich, von wem ich das geguckt habe. So, erstmal hieß es, nicht hinrennen, sondern A gedrückt halten und damit die Schritte nicht hören. Okay, neuer Versuch. So, dann der zweite ist in die Richtung. Und zwar genau der hier oben. Der dritte. Dafür müssen wir hier runter. Und... Oh, fuck! Ja. Jetzt weiß ich, warum man das nicht gemacht hat. Er ist dann nämlich an diese eine Plattform gesprungen. Und ja. Ich dachte, hey, das geht doch auch schneller. Aber soweit ich das gesehen habe, er hat das in unter einer Minute gemacht. Deswegen wird das wohl auch gehen. Hier hin, springen hier an diese Plattform und lassen uns dann leise runter. Und ja, die sehen wirklich sehr schlecht, meinte er auch selber im Video. So, den Typen ziehen wir hier einfach runter, so wie wir es von Leonardo gelernt haben. Dann holen wir uns den hier weg. Der nächste ist nicht der hier oben, sondern der... Na, lässt du... Alter, gehst du weg? Er ist verschwunden. Ich habe ihn ver... Okay, dann wird das doch der sein. Und der letzte wird der Typ da unten sein. Eigentlich hat er den von dem Tower oben aus eliminiert. Und ja... Weil der Typ uns vom Tower schon entgegengekommen ist, können wir den jetzt einfach so nehmen. So, und ich gucke mir dann direkt das nächste auch noch an. Ja, zum Menü. So, hier. Super Jojo 876 hat das Video gemacht. Ich habe einfach Assassin's Creed Brotherhood Virtual Training eingegeben und das erste Video angeklickt. So, bis gleich. Okay. Die nächste Mission, wie hier schon steht, alle Waffen, haben wir ein bisschen weniger Zeit, aber ja, wir haben unsere Armbrust dann, das heißt, wir können die benutzen. So. Na, fuck.
So, und die werden wir jetzt einfach bei jedem benutzen. Denn ich finde, das geht einfach viel schneller als alles andere. Ey! Außer wenn der sich so scheiße dahin hockt. Egal, weiter. So, er visiert die nämlich automatisch an, sobald die im Sichtfeld sind. Das ist gut, denn so haben wir Zeit. So. Einfach für alles die Armbrust benutzen. Er hat das zwar ein bisschen anders gemacht, hat irgendwie so drei Leute mit der versteckten Klinge eliminiert, aber wir machen das einfach so. Ja, versteckte Klinge 2 gucke ich mir wieder an, bis gleich. Ich glaube, so geht das einfach viel besser, ist für mich auch angenehmer. Okay, weiter geht's. Ich habe mir das jetzt angeguckt, muss ich glaube ich nicht weiter betonen, ne? Ja. Also ohne Mist, wenn es euch stört, tut's mir leid. Ihr könnt das ja mal selber machen und euch eine eigene Taktik aussuchen, aber nein, für mich ist das... Bäh. So, hier. Wieder, wie wir es von Leonardo gelernt haben. Den nächsten. Hier direkt. Und es gibt so eklige Stellen. Zwei Stück. Eine ist der da oben. So. Und der kommt direkt nach diesem hier. So, da muss man nämlich abspringen. Von diesem Teil. Und zwar ungefähr hier. Ja. Okay, und das gleiche gilt für den Typen da. Fuck! Und genau das passiert nämlich, wenn man es nicht richtig hinkriegt. Na, toll, aber das lag jetzt nicht an dem Sprung an sich, sondern an dem, was ich danach gemacht habe. Ich bin nämlich einfach so auf dem Boden aufgeprallt. Ja, dieses schwule Schreien. Ach ja, ich nehme auf. Nochmal extra nachgucken. Irgendwie hatte ich nämlich gerade ein anderes Gefühl, ich weiß nicht warum. So. Außerdem träume ich in letzter Zeit irgendwie total oft, dass ich irgendwie total schlecht kommentiere oder kommentiert habe. Da bin ich immer total paranoid, dass ich irgendwie was total Beschissenes aufgenommen habe. Na. Ja. Siehst du jetzt, er hat das nämlich irgendwie nicht hingekriegt zu springen. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Es liegt ja eigentlich nicht an Ezio, sondern an dem, was ich selber mache. Okay, manchmal auch an der Programmierung, weil es halt ein bisschen schwammig ist, wie er läuft. Aber meistens liegt es an dem Spieler selbst. So, dann mal hier hoch. Also sobald ich hier diese beiden geschafft habe, ist das Ganze eigentlich kein Ding mehr. Ah, nein. Fuck. Ja, jetzt können wir den hier runterziehen. Oh, toll, das hat er natürlich gehört. Toll, jetzt habe ich schon einen Guide und kann das trotzdem nicht. Das ist doch mal purer Skill, würde ich mal sagen, ne? Vor allem, dass sie nicht durch das Geschrei von dem einen Typen irgendwie alarmiert werden oder so, ne? Nö, die stehen hier einfach weiter rum, gucken gegen Wände, was total dumm ist. So. Verdammt. Das hätte ich auch besser hinkriegen können. Egal. Wir haben 1 Minute 20, glaube ich, Zeit. So, und spring. Alter. Oh, ich hab's hingekriegt. So, und jetzt muss ich gucken. Ich darf nicht einfach nur runter. Ach gut. Na, wach! Verdammt! Warum? Wenn ich das jetzt nochmal verkacke, also genau an dieser Stelle, dann gucke ich mir den Guide nochmal an, was er da genau gemacht hat.
Alter. Es regt doch auf. Ich denke mal, das virtuelle Training wird nicht so viel zum Hochlanden. Guckt euch mal hier die Umgebung an, das ist ja alles das gleiche eigentlich. Ist alles grau und so i. Und je weniger Farben da sind, desto weniger, desto kleiner ist halt auch die Datei, logisch, ne? So, und wie kriege ich diesen scheiß Sprung jetzt hin? Toll, er hat's gehört. So, jetzt kommt er hier hin und jetzt ziehe ich den einfach runter. Wo ist der hin? Komm, ja! So, und jetzt muss ich mich beeilen. Wie lange habe ich? Wie lange habe ich? Ich weiß es nicht mehr. So, und hier, man lässt sich fallen und hält B gedrückt. Ganz wichtig. Und zack, jetzt ist er weg. So, bitte sag mir, ich hab's geschafft. Ja! Ich bin gut. So, jetzt wieder alle Waffen. Dazu gucke ich mir wieder den Guide an, obwohl ich ihn, glaube ich, nicht brauche. Bis gleich. Okay, ich denke mal, dafür brauche ich das wirklich nicht. Denn, ja, alle Waffen, ist klar, dass man das dann leichter hinkriegt. Aber das erste Ziel wird mal wieder mit der versteckten Klinge eliminiert und danach geht's wieder los an die Armbrust. Ist klar, ne, weil Armbrust einfach OP ist. Ah nein, die ersten beiden Ziele werden so eliminiert. Ganz vergessen. So, und jetzt auf zur Armbrust. Den Typen da oben weghauen. Dann werde ich den Typen noch mit weghauen. Dann... Okay. Warum auch immer er es jetzt gesehen hat. Dann werde ich wohl erst den oben. Also, jetzt wo er mich entdeckt hat, der, Typ im Video hat das so gemacht, dass er den noch mit der versteckten Klinge eliminiert hat. Ich denke mal, das ist dann nochmal ein Ticken leiser. Halt, dass sie das wirklich überhaupt nicht mitkriegen. Alter! Ist doch kacke! Naja. Kriege ich schon noch hin. Ich könnte ihn ja einfach auch mal mit der versteckten Klinge eliminieren und gucken, wie das kommt. Dann machen wir uns das direkt auf rechts. So, und jetzt wird's ein bisschen tricky. Da... Oh, ich hab's hingekriegt. Er hat das zwar mitten im Sprung noch gemacht, aber so Pro bin ich dann auch noch nicht. Aber es hat geklappt, das ist gut. So, 45,7 Sekunden, wie viel hatten wir? Eine Minute. Locker. So, und jetzt gucke ich mir das nächste wieder an. Bis gleich. Okay, ich bin nicht sicher, ob ich das hinkriege, denn der Weg, den er gelaufen ist, der war echt extrem verwirrend. Und ich habe gerade gesehen, ich habe 1,5 Minuten Zeit und er hat 1,26 dafür gebraucht. Puh, okay. Mal sehen, ob ich mir alles merken konnte. Okay, der... Ja, noch weiß ich's. Wo schneidet man das hin? So, jetzt hier unten lang. Hier hoch. Ja. So, dann ziehen wir auch wieder runter. Dann geht's wieder ab nach unten.
Ah, nein, Quatsch. Jetzt hätte ich ihn schon fast von unten eliminiert. Aber nein, das wird wieder ein Luftattentat. Ja, ich bin runter. Er wollte, dass ich runtergehe, also bin ich runtergekommen. Scheiße, aber es sieht schlecht aus mit der Zeit. Ach nein, Quatsch, weiter. Ja, doch, ich weiß es ungefähr wieder. Fuck. Nee, Gold wird's nicht. Aber verdammt nah dran. 1,75. 7,8. Hm, schade. Wiederholen. Jetzt kenne ich den Weg ja einigermaßen besser, weil ich den jetzt selber mal abgelaufen bin. Aber jetzt stellt euch mal vor, ich hätte dafür keinen Guide. Wie kacke das dann wäre, wie lange ich dafür brauchen würde, das rauszufinden. Und das will ich echt nicht. Erstmal euch nicht antun und zweitens mir nicht antun. Wenn mir das selber viel zu doof wäre. So, und hier habe ich die meiste Zeit vorhin verschwendet, weil ich halt nicht wusste, wohin. Verdammt! Jetzt habe ich schon wieder Zeit verschwendet. Egal, hier wollte ich ja auch erst von unten eliminieren. Aber wieder Luftattentat. Und schon habe ich wieder ein bisschen Zeit reingeholt, denke ich mal. Hä, WTF? Total die kaputten Sprünge, die er hier macht. Ich weiß gerade gar nicht, ob es gut oder schlecht aussieht mit der Zeit. Ich bin gerade viel zu konzentriert irgendwie. Ach ja, sieht schon besser aus als vorher. Oh, ich stand direkt vor ihm sozusagen. Aber ich hab's geschafft. So, jetzt gucke ich mir wieder den Guide an, auch wenn ich ihn wieder wohl nicht brauche. Bis gleich. Okay, wie vorhin denke ich schon, ja, ich brauche das nicht unbedingt, aber er ist einen anderen Weg gelaufen und hat das meiste mit Fernkampfwaffen gemacht. Werde ich jetzt auch machen. Und außerdem ist er hier rechts rumgelaufen und hat mit dem letzten zuerst angefangen. Ja, das war's schon. Der hätte mich, glaube ich, nicht sehen dürfen, obwohl ich gucken kann, ob ich den noch kriege. Fuck, das war der falsche. Okay, den muss ich nämlich von unten eliminieren. Ich denke mal nicht, dass ich mir das jetzt wieder aufs Steuerkreuz lege, denn das nimmt wieder mehr Zeit weg. Oh, warte, von unten eliminieren. Nicht so weit unten. Hä? Ach so, von hier aus. Okay. So, jetzt muss ich kurz warten. Okay. Läuft noch gut. Relativ. Aber alles ist relativ. Hey. Hey, hey, hey. Und geschafft. Und damit hätten wir auch das Waffentraining beendet. Endlich. So. Lokalisieren. Sammeln Sie 15 Borgia-Banner. Okay. Hm. Ich guck mir das erstmal so an. So, Flaggenjagd, 1,30, 1,30, 1,30 und immer sind es 15 Banner.
Ich hoffe mal ohne Leute, dann müsste ich mir nämlich nur einen Parcours ausdenken oder raussuchen. Und es ist ohne Leute. Okay, der erste ist klar, dass ich den hier nehme. Dann gucke ich mal, ob ich hier in so eine Art Kreis laufen darf. Okay, runter. Ich nehme jetzt einfach mal den gleichen, die gleiche Route, wie ich vorhin schon beim Assassinieren gegangen bin. Also ungefähr die gleiche. So, das haben wir... Oh Mann, ich wollte gerade sagen, das hier haben wir ja beim Rennen gelernt, aber toll. Scheint, als hätten wir doch nichts gelernt. Hier lang. Hoch. Okay, Hälfte der Zeit ist um. Ah! Ich hatte echt gesagt, Hälfte der Zeit ist um. Ich weiß gar nicht, 90 Sekunden sind das, 45, ja. Und Hälfte der Flaggen hatten wir auch. Okay, das geht schneller. Und von oben sind eh alle Plätze miteinander verbunden. Jetzt habe ich den Sprung hingekriegt. Jetzt, wo ich ihn nicht mehr brauche. Auch gut. So, und hoffentlich kriege ich den jetzt auch nochmal hin. Ja, einigermaßen. So, Hälfte haben wir. Und noch nicht... die Hälfte der Zeit ist um, sondern jetzt erst. Geh ich mal den Weg. Ah, nimmt viel zu viel Zeit weg. Egal, wir haben es geschafft. Ich meine, wir haben noch eine halbe Minute. Es gibt nur noch zwei und die sind direkt verbunden. Ich denke mal nicht, dass ich jetzt noch so failen werde, dass ich noch irgendwo abspringe. Und geschafft. Guck mal, dafür brauche ich nicht mal einen Guide, das ist doch gut. Aber jetzt kommt diese andere Map, die ich gar nicht mag. Irgendwie scheint... Also das Bild ist immer das gleiche. Aber die Map ist eine andere. Ja klar, und jetzt steht hier oben direkt eine Flagge. Nehme ich die direkt mit. Ja. Ich glaube, ab jetzt brauche ich den Guide. Oh, okay. Vielleicht auch nicht. Ich gucke einfach mal, wie weit ich ohne komme. Die unten hole ich gleich, denn jetzt bin ich schon mal oben und nochmal nach oben kommen dauert wieder ein bisschen. Gott, wenn einer versucht, meins als Guide zu nehmen, der ist so am Arsch, weil ich ja so einen Scheißweg laufe. Bitte, wo ist der? Runter. Okay. Und wir haben es geschafft. Es geht doch gut. Also, das gefällt mir. Ist schon mal besser als die Attentate und das Rennen. Danach kommt Kampf. Bleh. So, und die dritte Map, die ist doch... Weiß ich, habe ich schon wieder vergessen, was das für eine Map ist. Das ist schon wieder die? Nee, das ist die andere. Jetzt muss ich gucken. Ich glaube, ich nehme erst die hier oben mit. Also ich habe gerade noch gar keinen Plan, wie ich laufen soll. Denn irgendwie
liegen die komisch. Ah, die ist oben. Und die nächste ist schon wieder unten, das riecht ja mal richtig auf irgendwie. Egal, es ist erst die Hälfte der Zeit um. Okay, zwei Drittel sind um. Jetzt muss ich nach unten. Also, ja, man sieht, ich habe nicht richtig einen Plan, wo ich langlaufe. Ich gucke einfach mal auf gut Glück, aber es läuft. Wir haben es geschafft. Es war alle drei beim ersten Versuch, glaube ich. Nee, beim ersten musste ich mal restarten, weil ich gefailt habe. Puh, Kampf. Eliminieren Sie so viele Feinde wie möglich mit Ihrer versteckten Klinge, ohne getroffen zu werden. Hm, okay. Also müssen wir deffen, kontern und Blitzattentate machen. Schnell! Jetzt! Erledigt ihn! So, bei 20 bekomme ich das Dingen. Fuck! Das war mies. Das war richtig mies. Okay, nochmal. Bei 20 und ich habe 6 geschafft. Alter. Ich denke mal, ich bleibe jetzt einfach mal so in einer Art Rückwärtsgang. So, das sind 3. So, und jetzt kommen die Ärsche. Komm, lass los. Okay, ich muss immer darauf achten, wer als nächster angreifen will. Ich muss aufpassen, dass sie keinen langen Schlag machen. Na super. So, noch 3 brauche ich. Nein! Ah, das waren 18, oder? Fuck. 2 hätte ich noch gebraucht. Und hätte der Pisser mich mal wieder nicht festgehalten, ne? Ihr haltet mich nicht nochmal fest. Vor allem du nicht, Pisser. So, und jetzt wird's lustig. Mann, er hat mich schon wieder gekriegt. Dieser Scheißpenner mit seinem Speer. Ich glaube aber, hier brauche ich einfach nur ein paar mehr Versuche und dann schaffe ich das. Dann brauche ich den Guide nicht. Hoffe ich. Aber wie gut ich es fände, wenn er 2 auf einmal eliminieren könnte direkt. So, erst den hinter mir. Damit der mich nicht packt. Genau. Ich dachte schon, er wollte mich packen. Ja, jetzt hat er's.
Na! Fuck, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe B gedrückt. So, jetzt nehme ich gleich schon auch eine Stunde auf. Fangt den schlüpfrigen Bastard! Packt ihn jetzt! Selber Schlüpfer. Nein, du wirst mich nicht packen. So, und bitte lass mich das doch schaffen jetzt. Vor allem das Problem ist ja nicht die erste Welle oder die zweite Welle, sondern wirklich nur die dritte, weil die diese scheiß Lanzenmänner haben. So, und immer den angreifen, der oben dieses blinke Dings hat. Denn das ist der, der als nächster angreift. Angriff! Gott. Nein. Nein, nein! Alter. Mann, er hat mich schon wieder gekriegt. Nee, ich guck mir jetzt einen... Nein, ich guck mir kein Video an. Alter, ich war so nah dran, das zu schaffen. Warte, welche Waffen habe ich eigentlich? Wenn, dann könnte ich die nämlich einfach... Ja, toll. Achso, ich habe sogar nur eine Klinge. Das ist natürlich toll. Ja, nee, das ist auch super. Aber es wäre so scheiße, wenn mir das bei den 19 Leuten passiert, ne? So, ich habe 19 getötet. Und dann kommt einer mit einem langen Schlag und ich konter zu früh. Warum hat er denn jetzt auf einmal mit zwei Klingen reingestochen? Okay, ich muss mich konzentrieren. Tut mir leid, wenn ich zu leise bin. Und ja, ich visiere ihn nicht automatisch an, der gerade blinkt, sondern ich muss das manuell machen. So, Lanzenmänner, Lanzenmänner, ganz wichtig. Oh Gott. Scheiße, das war knapp. So, noch 4, 3, 2, fuck. Nein, 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 lass mich. Ein und geschafft. Jetzt kannst du mich von mir aus angreifen. Wie du lustig bist. Ach komm, mach einfach. So, geschafft. Alle Waffen pur. Eliminieren sie so viele Feinde wie möglich, ohne getroffen zu werden. 25 ist Gold. Ich würde sagen, die ersten beiden Wellen machen wir einfach mal so. Und dann später gibt's dann... Na? Gibt's dann, Rauchbomben-Action und so, ne? Ich denke mal, mit allen Waffen wird das auch nicht so ein großes Problem sein, das hinzukriegen. Na toll. Ich hasse die langen Schläge. So, jetzt kommt Welle 2, die mich vorhin schon niedergestreckt hat. Holt ihn euch! Na, geh weg. Kein Bock, gegriffen zu werden. Oh, war das knapp. Nein! Verdammt! Ich wette, das war auch jetzt gar nicht übersteuert. Aber wir haben es fast geschafft. Irgendwie noch drei Sachen sind das.
halt einmal noch so viele Feinde wie möglich in ein paar Sekunden eliminieren. Das machen wir dann hier mit diesem Blitzattentat. Alter! Das macht sogar der Flinken einen langen Schlag. Ich hasse es einfach. Vor allem, ich sag ja, das wird kein Problem mit allen Waffen, ne? Hm. Dann kommt so ein Scheiße dabei raus. Okay, den habe ich noch gekontert bekommen. Den habe ich auch noch gekontert und jetzt geht's los. Das Serienmörder. Mann, was soll das denn? Scheiß flinke Wache. Neuer Versuch. Gott, 12 brauchten wir noch. Das heißt, wir haben gerade mal die Hälfte geschafft. Das ist ein Kack. Auf ihn! Ach komm, wir machen das jetzt einfach so. Au. Ach, mit dem Schwert kann ich jetzt auch noch kontern. Das ist gut. Das Schwert ist nämlich schon mal viel sicherer als das andere. Und außerdem habe ich damit mehr Zeit. Wie man sieht. Oh, wie lecker. Mm. So, wir benebeln die jetzt einfach mal die ganze Zeit. Ach nein, er hat sich wieder angesteckt. So, jetzt aber wieder mit dem Schwert. Ja, wir haben es geschafft. Verdammt, bin ich gut. Ha, und direkt gefailt wegen so einer scheiß Flinkenwache wieder. Egal, ich hab's geschafft. So. Kurze Attentatserie, die längst mögliche Attentatserie in 45 Sekunden erreichten. Punkte, beste X-Anzahl, beste Serie mal Anzahl eliminierter Wachen. Ja, beste hatten wir bisher 20 Punkte und die Goldmedaille wäre 200 Punkte. Das heißt, Attentatserie mit Blitzattentate. Die sollen aufhören, mich zu greifen und mich mehr angreifen. Danke für den Tipp mit den Blitzattentaten, ansonsten würde ich die hier nie schaffen. So, 70 Punkte haben wir jetzt erst. Na, aber es werden auch immer mehr. Na, Mist. Ja, wie viele waren das jetzt? 91, ja, nee, toll. Ich weiß gar nicht, wie ich auf 200 kommen soll. In 1 Minute 30 für 300, toll. Klar, na, da habe ich doppelt so viel Zeit und muss nur 100 Punkte mehr kriegen, hm. Und da in 2 Minuten, natürlich. Ja, dann sollte ich erstmal das hinkriegen. Ansonsten mache ich einen Cut und mache das offscreen. 3 Minuten am Stück kämpfen, natürlich. Auf ihn!
Verdammt! Scheiß Penner, der mich angegriffen hat hier. Gott verdammt! Hört verdammt nochmal auf mich zu greifen. Ja, und die Zeit ist schon eher fast um. Toll, 140 waren das oder so, ne? Aber es wird zumindest besser, ja. Verdammt, das wäre der Falsche. Ich muss immer den angreifen, der blinkt. Falls keiner blinkt, greife ich einfach irgendwen an. Und war zwar schon wieder der Falsche, aber läuft. Verdammt! Ah, fuck. Mann, hört auf mich zu packen! Und das waren... Ah, 187, toll. Okay, nächster Versuch. Und ich hoffe mal, jetzt krieg ich's hin. Verdammt, war der wieder der Falsche, glaube ich mal. Okay, zählt noch als Serie. Okay, na, jetzt, toll, jetzt wurde die Serie abgebrochen, natürlich. Jetzt hätte ich es verstehen können, aber nicht davor. So, 140, 150, 100. Verdammt, ich muss noch 5 Gegner eliminieren in der Zeit. Gott, verdammte Scheiße! Fickt euch doch einfach alle. Von mir, ich glaube, hätte ich noch eine einzige Serie mehr gemacht. Ne, hätte ich 165. Ach, egal, keine Ahnung. Gucken wir mal, ob ich es jetzt hinkriege. Na, verdammt. Klar, wenn am Anfang direkt die Serie abgebrochen wird, dann kann man es eigentlich schon wieder vergessen. Doch. Scheiße. Wach mit den scheiß langen Waffen, ne? Na, so Leute, ihr versteht das Prinzip. Ich glaube, ich mache das jetzt offscreen, denn... Obwohl, ich weiß nicht, ich gucke mir erst kurz einen Guide an, bis gleich. Okay, ich glaube, ich habe jetzt einen Trick gefunden. Wir müssen mit dem Messer kämpfen und ja. Da kann man schneller Leute gleichzeitig eliminieren. Ja, sicher, zeig mir bloß nicht alle. So, und das ist das, was das war. Jetzt haben wir nämlich direkt wieder 2 eliminiert. Ergreift ihn! Nein, nicht greifen. So, dafür muss man irgendwie A halten, genau, X halten, meine ich. So geht das verdammt gut.
kostet halt eine scheiß große Menge Wurfmesser, aber man kriegt es locker hin. 300 Punkte jetzt in 45 Sekunden. Alter, so macht das Kämpfen wieder Spaß. Guck mal, so hätten wir fast das nächste schon geschafft, weil wir haben 300 Punkte bekommen in 45 Sekunden. Jetzt müssen wir 300 Punkte in 1 Minute 30 bekommen. Also, das ist ja richtig geil. Also, ich kommentiere das jetzt einfach mal, was ich drücke. Merkt man, dass ich bessere Laune habe jetzt? So. Ich warte jetzt erstmal, dass einer kommt, den ich kontern kann. So. Der kontert. Jetzt halte ich X gedrückt. Warte, oh, Mann. So, jetzt geht's auf einmal. Ich weiß nicht, warum. Ach ja, zum Angreifen muss man einfach X gedrückt halten. Kann man das einfach die ganze Zeit gedrückt halten? Nee. Jetzt habe ich wieder einen Streak verloren. Kein Problem. Jetzt kommt der kleine Pisser wieder. So, jetzt wird wieder X gedrückt gehalten. Boah, die Kamera dabei ist so geil. Hallo, ich habe eine 14er-Serie. Ihr könnt mich angreifen, wie ihr wollt. Ihr werdet nicht mehr gewinnen. Combo-Serie, ne? Alter. Ist denn ja locker. Also sobald man mal durchgeblickt hat, wie man kämpfen muss, ist das alles überhaupt kein Problem mehr. Da habe ich mir halt ein Video angeguckt, ich zeige euch das gleich auch. Da hat er das auch gemacht, aber bei einem anderen Video stand halt, wie das geht. Fand ich sehr geil, ja. 6, 9, ja, 1000 Punkte. Passt. Boah, ist das geil. 1080 Punkte und wir brauchen 300. Ja, und jetzt haben wir nämlich 2 Minuten Zeit zum Angreifen. So, ich habe Assassin's Creed Brotherhood Training Streak eingegeben. Jetzt ist hier, warte, wie ist das? Ja, 1024 Punkte hat hier einer. Nein, Quatsch. Training, genau. Flawless All Weapons, das ist das, wo man nicht getroffen werden darf. Deswegen Flawless, halt fließend, glaube ich. Es lädt jetzt gerade ein bisschen lange, weil ich hochlade. Und hier, das ist halt nicht das, nach dem ich gesucht habe. Aber hier macht er genau das Move, den ich die ganze Zeit mache. Guck mal, ob er den jetzt direkt macht. BLO-Witz. Also BLO-VIDS. Nee, noch macht er nicht. Egal, jedenfalls hier meinte einer, to do the double execution, all you have to do is hold the attack button down after you have killed a few guys in a row. Thumbs up, so people will stop asking. Werde ich auch direkt machen? Ja, jetzt muss ich mich anmelden, werde ich nicht machen. So, und dann habe ich halt bei Streak geguckt, habe hier halt das Ding gefunden, aber da macht er halt genau das, was ich jetzt mache. Finde ich sehr geil. Vielen Dank an alle für den Tipp. Also an die YouTuber für den Tipp. Trotzdem danke nochmal an denjenigen, der mir das mit dem Dings gesagt hat. Boah, wie geil war das denn jetzt gerade? Ey, du Assi. Ich war doch gerade bei dem Angriff. Das stört man mich doch nicht. So, und jetzt halte ich Angriff gedrückt. Warte. Ach, verdammt. Das war falsch. Ey, lass. So, und jetzt Angriff gedrückt halten. Ich weiß nicht, reicht das schon? Nee. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das gerade nicht hinkriege. Na, jetzt geht's. Also, es ist wohl egal, wie viele man gekillt hat. Solange man danach die Moves richtig macht, geht das. So, und jetzt. Ah, ich muss. Jetzt! Los! Zack! Komm, hau rein! Ergreift ihn!
So, 9x25, ja, nee, reicht noch nicht ganz. Aber einigermaßen. Na, lass mich das so machen. Blöder Assi. Egal, ich habe ja noch eine Menge Zeit. Sondern ab jetzt wird X gedrückt gehalten. Na toll. Kurzer Cut. Und da bin ich auch schon wieder. Boah, kurz zu Atem kommen. Ich trinke kurz einen Schluck. Scheiß 60 Treppenstufen ständig, ne? Meine Mutter wollte die Wäsche haben. Ich renne 30 Treppenstufen runter. Muss wieder 30 Treppenstufen hoch. Und jetzt bin ich wieder hier. Und nein, Leute, ich habe keine Ausdauer. So, egal, zocken kann ich. Dabei habe ich Ausdauer. Oh, jetzt wollte ich schon F10 drücken. So. Jetzt müssen wir es langsam geschafft haben. Okay, und ab jetzt halte ich X gedrückt. Jetzt wieder ab jetzt. Verdammt, ab jetzt. Ach Mist, egal, wir haben es geschafft. Das ist das, was zählt. Ja, 600 Punkte. Ist nicht so gut gelaufen wie beim letzten Mal, aber egal. Wir haben es geschafft. Wir haben alles auf Gold. Er speichert eine ganze Menge gerade. Ach so, nein, er lädt. So, hier haben wir alles Gold. Hier haben wir alles Gold, hier haben wir alles Gold und hier haben wir alles Gold. So, jetzt werden wir mal gucken. Sind Sie sicher, dass Sie das virtuelle Trainingsprogramm verlassen möchten? Alle Fortschritte und Herausforderungen gehen verloren. Nein. Oder hat er gespeichert? Ich weiß es nicht. Ja. So. Ja, virtuelles Training, da waren wir gerade. Schlaukopf, haben wir auch schon alles Gold. Das müsste Ubisoft noch verbessern, dass man nicht die unnötigen Sachen bekommt. Und da seht ihr. Beim Inventar gibt's was Neues. Monturen, Drachenrüstung hatten wir schon vorher und Raid. Alter, Steven meinte ja zu mir, das ist so eine Metal Gear Solid Rüstung, ne? Und er meinte, die sieht voll scheiße aus, aber ach du Scheiße, sieht die scheiße aus. Aber wisst ihr was, Leute? Die lasse ich jetzt an. Die bleibt jetzt. Scheiße, ich geh wieder rein. Guck, sieht die Kacke aus. Boah. Okay, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich nehme jetzt einen normalen Part auf und danach wieder einen Special Part. So mache ich das. Wir sehen uns dann. So, das waren jetzt 1 Stunde 20. Ja, super. Ja, bis dann. Bitte auch nicht so viel sein. Ciao. Zum 80. Mal. Ciao. So.